Eva plant ihren Umzug in den Schwarzwald. Ihr Sohn Lukas soll mitkommen. Gleichzeitig möchte sie, dass er den Kontakt zu seinen Pflegeeltern Jo Gerner und Yvonne abbricht. Für den Teenager geht das zu weit. Lukas, Oliver Scherkus, soll mit seiner Mutter Eva, Kati Thima, in den Schwarzwald ziehen. Eine bittere Pille für seine Pflegeeltern Jo Gerner, Wolfgang Barrow, und Yvonne, Gisa Zach. Sie wollen, dass Lukas in Berlin bleibt. Gerner und Eva haben ein Problem miteinander, allerdings hat Eva das letzte Wort. Nach ihrer Therapie will die psychisch kranke Frau einen Neustart wagen und die schweren Jahre hinter sich lassen. Ihr Verhältnis zu Jo Gerner ist kompliziert. Obwohl er ihren Sohn aufgenommen hat, traut sie ihm nicht so richtig über den Weg. Gerner stellt in Frage, ob Eva in der Lage ist, sich vernünftig um ihren Sohn zu kümmern. Eva will Lukas, Kontakt zu Gerner und Yvonne abbrechen, wenn es nach Eva geht, dann will sie das Kapitel Gerner so schnell wie möglich hinter sich lassen. Ich halte es für das Beste, wenn wir den Kontakt nach dem Umzug einstellen. Stellt Eva im Streitgespräch mit Jo Gerner klar. Lukas hört mit und geht auf seine Mutter los. Mama, natürlich bleibe ich mit Jo und Yvonne in Kontakt. Das kannst du mir nicht verbieten. Lukas steht wieder zwischen den Fronten. Wie reagiert Eva auf den Wutausbruch ihres Sohnes? Die neue Folge ist am 1. März ab 19:40 Uhr auf RTL Plus Sternchen abrufbar.